Unsere Zeitkultur bringt hervor, dass wir im Prinzip im Widerspruch zu unseren Werten leben, weil die meisten Menschen sagen, dass Freundschaften oder auch Familie das Allerwichtigste ist, dem sie sehr viel Zeit einräumen wollen. Sie können es aber in ihrem Alltag nicht. Erwerbsarbeit ist nicht das, was uns als Gesellschaft primär zusammenhält. Mein Buch zeigt, dass Zeitnot kein individuelles Problem ist, sondern eine politische Machtfrage, die sich aber auflösen lässt. Zeitgerechtigkeit zu schaffen ist deswegen so wichtig, weil Zeit eine der wichtigsten politischen Ressourcen ist. Und die Demokratie nur inklusiv sein kann, dass alle teilhaben können, wenn Menschen wirklich gleichberechtigt genug Zeit haben, ihre Interessen innerhalb des politischen Systems einzubringen. Und der zweite Aspekt ist, dass Zeitgerechtigkeit unmittelbar mit Gleichberechtigung zu tun hat und wir Zeit zwischen den Geschlechtern neu und fair verteilen müssen, sonst werden wir das Versprechen, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben, nie erreichen. Was ich mir am meisten erhoffe, dass LeserInnen mitnehmen, ist, dass sie erkennen, dass unsere Zeitkultur nicht naturgegeben ist, sondern ein politisches Ergebnis von Aushandlungen und dass sich auch darüber verhandeln lässt, sie sich verändern lässt, sodass wir eben gleichberechtigter miteinander leben können, Zeit souveräner werden und wir auch über Lebensqualität reden dürfen.